Also Kiddies, wo seid ihr? Ja, munitionstechnisch sieht gar nicht so gut aus gerade, ne? Also, wäre schon ganz cool, wenn wir dann mal wieder was finden würden. Ja, danke. Perfekt, gut, dass wir darüber geredet haben. Oh, Moment, das ist noch eine Schublade gewesen, glaube ich. Ne, doch nicht, cool. Das war ja wieder geil. Achso, ich könnte mal gucken, wie es eigentlich pillenmäßig aussieht gerade. Ah. Ja, ne. Achso, ist er denn hier Bandpatronen anfertigen? Okay. Oh, warte mal. Jagdpistolenmunition anfertigen? Oh! Achso. Ne, erfordert Sprengstoff und Klinge das Rezept. Das heißt, ich brauche keine normale Munition. Das heißt, ich kann einfach Munition herstellen? Das ist ja cool. Das ist ja prinzipiell ziemlich cool. Da brauche ich doch noch keine normale Kugeln für, oder? Ich kann doch nicht einfach aus dem Nichts Kugeln herstellen. Oh. Also ich würde es feiern, aber ich glaube es nicht. Was können wir da machen? Kapazität? Nee. Zielfernrohr auf dem... Warum kann ich auf alles ein Zielfernrohr machen? Ich brauche nur einen Sniper. Ich brauche keine drei Snipergewehre. Oder Waffen. Wie blöd ist das denn? Schaden auf die Schrotflinte? Ja, klingt gut. Ja, und hier noch Schaden auf die Sniper-Pistole, mit der ich bisher 2 Schüsse abgegeben und die gingen beide ins Leere. Von daher, fuck it. Scheißegal. Ich würde mal vorschlagen, wir ballern hier den Schaden drauf. Denn ein bisschen Schaden kann ja nicht schaden. Ja. Na, ich finde die Tür selbst, danke. So, Mädel, beeil dich mal ein bisschen mit deinem Pfeifenputzer da. Hat sie jetzt irgendwas geändert? Ach ja, sie hat da die Löcher reingehauen. Hm, weird stuff. Naja. So, wäre auch ganz cool, wenn wir dafür mal wieder Munition finden würden für das Ding, ne? Weil ein Schuss mit mehr Schaden ist zwar schön und gut, aber ist jetzt halt trotzdem nur ein Schuss. Also. Ich hoffe, sie sind noch da. Naja, du hast ihr gesagt, sie sollen sich möglichst schnell verpissen. Von daher wäre es eigentlich seltsam, wenn sie noch da wären. Ich meine, es ist einen ganzen Tag her. Naja, gut, eigentlich nur eine ganze Nacht, ne? Stimmt. Hiya. Wo lang? Hier drüber. Das sieht nicht gut aus. Shit. Kleiner? Noch da? Was für Kleiner? Der hieß Lev oder so. Ja. Hm. Junge! Komm bloß nicht näher! Ich bin's! Alter! Mann! Er sagt doch deinen Namen. Die wissen doch, wie du heißt. Tut mir leid. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut wahrscheinlich. Alter. Ja. Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich. Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance. Lass mich raten, mit ins Hauptquartier. Riskant, ob die Jungs das da so cool finden. Oh, nee, zum Aquarium zurück. Owen! Hat Owen Ahnung von sowas? Owen! Stimmt, das Hauptquartier war viel zu weit. Hey Owen, wach auf! Ich bin hier. Sind das Scars? Ich brauche alles Verbandszeug, was du hast. Alles, Bogen runter, alles okay. Runter damit, nimm ihn runter! Ich sag, der Bogen runter! Hey, was soll das? Alles! Lev, Bogen runter. Ist okay. Ach, sie weiß den Namen also doch noch, ja? Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Ja, ach was, sonst hättest du sie wohl nicht wieder mit hierher gebracht. Leg sie hin. Scherzkeks.
Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen. Der Knochen ist zerschmettert. War ja klar. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer, Feuer. Schneiden und ausbrennen? Sie stirbt an der Infektion. Aua. Ja, und an dem Blutverlust. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst deinen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken. Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreibt die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Scars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Abby! Hey. Was? Du... Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Aber ihm offensichtlich. Ja, genau. Wow. Welcher? Kann er sich jetzt mal entscheiden, mit wem er zusammen sein will? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Seid keine Ahnung. So wie die meiste Zeit. Warum zum Teufel kennt ihr einen Weg, der in 2 Stunden zum Krankenhaus führt, was den Wolves gehört, wofür die Wolves einen Tag bräuchten? Darf ich das kurz hinterfragen? Ja. Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Ja. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel, Owen, Abby. Und der Hund heißt Alice. Ich mag keine Hunde. Ich auch nicht. Also diese jedenfalls nicht. Wir kommen zu den richtig hohen Gebäuden. Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Zu den richtig hohen Gebäuden. Hallo. Danke. Weißt du denn von da aus, wo es lang geht? Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringt uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. Nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Ich wollte gerade sagen, was willst du noch fragen? Entweder du glaubst ihm oder du glaubst ihm nicht. Und in Betracht dessen, dass er nicht dich irgendwie aus eigenen Stücken dahin bringt, sondern eigentlich nur um seine Schwester zu retten oder Freundin oder was auch immer das eigentlich ist. Kann man ihm wohl trauen. Hey, ich sehe es. Was ist, wenn wir die Sachen für deine Freundin kriegen? Sie wird die Operation mit dem machen, was auch da. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut, kann man so festhalten. Nicht ins Wasser. Die Stromschnellen reißen einen weg. Ich weiß. Du kannst doch schwimmen, oder? Ja, aber ich werde nicht reinfallen.
sehr optimistisch. Hm. Augenblick. Hey. Was? Wieso Augenblick? Wo bist du? Was? Hä? Vielen Dank. Klar. Ach, der ist hier vor. Okay. Alles klar. Fun Fact, wenn der jetzt gesagt hätte, er kann nicht schwimmen, dann hätte ich nur darauf gewartet, dass die erste Palettenaktion kommt. Ich warte immer noch drauf, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich das entgehen lassen, die Palette wieder reinzubringen. Vielleicht liegt es nur an mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so Palette gehört irgendwie so Last of Us dazu. Das war im ersten Teil so ein wichtiges Gameplay-Element, die Palette. Die hat uns oft geholfen. Irgendwie vermisse ich die Paletten. Ja, Alter, das war ein richtiger Scheißsprung, Mädel. So, ja, Stromschnellen, haha. Wie zum Teufel komme ich hier weiter? Oh, ja, okay. Alter, kannst du auch mal gescheite Sprünge machen, bitte? Und nicht nur so einen kleinen Hopser? Das ist ja ein bisschen peinlich, was du gerade hier anstellst. Ja, ja, genau. Ja, logisch, ansonsten wüsste er nicht. Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber die haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Ja, und warum? Magst du mir das vielleicht mal verraten? Das wäre, würde mich viel mehr interessieren. Oh, warte mal. Nee. Ja, ich halte immer noch die Augen offen nach Munition, Leute. Aber davon haben wir nicht so besonders viel bisher gefunden, ja. Schade, schade, schade. Wer auch kommt, ganz egal wer, egal ob Wolfs oder Seraphiten oder was auch immer, rettet mich einfach. Bitte rettet mich. Ich tue alles, was ihr sagt. Ich zerschneide mir das Gesicht. Ich erschieße ein paar Fedra-Arschlöcher, wenn kümmert's. Ich darf hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Bitte helft mir, bitte. Sie werden mich finden und in Stücke reißen. Okay, Bruder, du solltest Luft holen und Satzzeichen verwenden. Dann können wir über alles reden. Ich hatte früher so einen Klassenkameraden, der hat wirklich ohne Punkte und Komma geschrieben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat seitenweise Texte ohne Punkte geschrieben. Junge. The actual fuck. Ja. So viel zu der Anekdote. Aus dem Fenster raus? Nein. Nein. Oh, doch, hier. Okay. Nee, hä? Oder muss ich das? Oh. Achtung, das Glas. Ja. Oh, 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 wait a second. Wenn es da so ein Spezialfenster gibt, dann gibt's doch genau hier bestimmt ein paar besondere Sachen. Vielleicht auch ein bisschen Munition endlich mal. Dann halt nicht. Warte mal, aber ich könnte die Nahkampfwaffe aufrüsten. Und dann kann ich die mitnehmen. So, was haben wir noch so Schönes? Ach, da ist auch der Bewohner des Hauses. So will zum Thema, sie zerreißen mich. Haben sie offensichtlich getan. Wobei, so wie du da sitzt, vielleicht wurde der auch einfach nur erschossen. Ja, ich glaube, der wurde auch einfach nur erschossen. Auch nicht viel besser. Immerhin hat er noch zwei Schuss Pistolenmunition dabei gehabt. Das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt haben wollte, aber ist okay, I guess. Ich hätte halt auch mal ganz gerne wieder einen Pfeil für die Armbrust. Ich habe da aktuell nur einen Schuss übrig. Ist ja ein bisschen schade. Wo ist unser Kollege eigentlich? Der ist schon wieder verpisst, ne? Hm. Naja. So. Bist du okay? Ja, ja, mir geht's gut. Sicher? Ja! So ein paar Aggressionen am Auto auslassen. Ich hoffe, wir müssen nicht in das hohe Gebäude rein, weil das sieht nämlich sehr, sehr baufällig aus. Aber muss man ja eigentlich auch sagen, ne? So, diese ganzen Gebäude sind offensichtlich wenigstens stabil gebaut worden, ne? Weil die stehen halt nach 30 Jahren, wo ein Riesenfluss hier durchzieht, immer noch. Ne? Also, nicht schlecht. Ja, das heißt ja wohl, wir sollen da nicht runterspringen, oder? Ah, nee, sollen wir auch nicht.
Einmal rein da. Oh. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Oh. Eine Plazy. Nice. Wie lange wart ihr beide auf der Flow? 2 Tage. Wo wartet ihr hin? Pen and Paper Spiele. Keine Ahnung. Einfach. Ohne Paper und ohne Pens, aber... Weg. Ah, ne, hier sind die Pens. Sehr gut. Ja, cool. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Ah, ja. Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Was? Es ist eine Regel. Ich brach sie. Hä? Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Ist euch keine bessere Erklärung eingefallen, oder was? Ja, ist halt eine Regel, darf man halt nicht. Okay, alles klar. Erstens, warum ist das eine Regel? Zweitens, warum hat er es dann getan? Er weiß doch, dass er in dem Moment sein Leben weggeschmissen hat. Da steckt irgendwas mehr dahinter. Das kann nicht die Erklärung dafür sein. Das wäre so lächerlich. An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung, ehrlich. Wir lassen für dich etwas Frisches Gebackenes da. Sam. Oh, wow. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia. Meine Mutter heißt Heidi. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnung gehört haben. Die Leute sind auf sich eingestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollten es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter irgendwas braucht. Danke nochmal. Ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot-Backmischungen zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung brauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach. Scars haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe 2 erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben. Ja, something tells me that didn't work out. Okay, 302 und das Zimmer von Julia. Home. Das heißt, Julia ist links nebenan, ja? Okay. Dann lass doch mal kurz gucken, welche Zimmernummer das dann wäre. Moment. Das ist die 304, ja? J. Kennedy. Ja, Julia wahrscheinlich. Passt. 304. Das heißt 302, 304. Ist der Safe. Oh, oh. Ah, ich habe halt gerade einen aufgerüsteten Pickaxe-Scheißdreck. Naja. Ich habe den Safe noch gar nicht gefunden. Mal schauen, wo der ist. Auf dem Klo wird er wohl kaum sein. Lappen sind schon wieder alle voll, oder was? Ach shit, dafür brauche ich gar keine Lappen. Ah, dafür brauche ich Lappen. So. Safe. Hier, maybe. Ah! Jawohl, ja. Das ist doch gut. So, 302, 304. Schauen wir mal. Die Leute haben hier gewohnt offensichtlich, ne? Dass sie da helfen wollten und so weiter. 302 304. Geil. So, was habt ihr Schönes? Ach, wieder eins von den Trainingsbüchern. Nice. Das dürfte dann jetzt der letzte Verbesserungszweig sein, oder? Ja. Yeah. Nein? Was? 5? Ehrlich jetzt? Das ist ja, hä? Das ist ja mehr als mit Ellie freigeschaltet habe. Oder nicht? Wollt mich doch verarschen, Alter. Ah, ich kacke ab, ey. Ich habe immer noch keine Schrotmunition. Das kann euch ja ernst sein. Oh, Mann, ey. What the fuck?
sondern finde zwar schon viele Pillen mit ihr, aber so viel dann jetzt halt auch doch wieder nicht in letzter Zeit, ne? Ach, guck mal. Das könnte ich mir schon leisten, aber das hier habe ich noch nicht und deswegen kann ich es nicht. ETF. Patronen, ja, das muss ich sagen. Nachdem du den Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Aha. Mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass das nicht immer Schläge sind. Schläge sind Nahkampfaktionen mit großem Schaden gegen betäubte oder überraschte Gegner. Okay. Zielstabilität, Impulsdauer hält länger. Das ist Schwachsinn, das brauchen wir alles nicht, ganz ehrlich. Wobei, Nahkampf ist gar nicht so schlecht bei Abby. Der hat zu wenig Munition, zu schlechte Waffen. Aber eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne erstmal den ganzen Scheiß hier gemacht, weil... Ja, wobei. Handpatronen. Ein Breiten. Gegner in Brand setzen. Ja, lustig halt niemals. Das hier wäre halt mal interessant, ob ich zu wissen, ob ich dafür wirklich Pistolenmunition brauche oder ob das einfach wirklich Munition aus dem Nichts herstellt, weil das wäre halt echt gut. Aber irgendwie glaube ich nicht so ganz daran. Naja, mal gucken. Ich warte mal auf, wie viele Pillen wir noch finden. Tauben wären locker die ersten Vögel, die verrecken würden, oder? Die leben doch nur von irgendwelchen Abfällen in der Stadt. Wenn es die plötzlich nicht mehr gäbe. Holy fuck. Tauben wären so die ersten Viecher, die einfach raussterben. Neben Hunden vielleicht. Wobei Hunde haben ja offensichtlich das Glück gehabt, dass eben noch ein paar Menschen sie mitgenommen haben. Also von daher. Oh! Oh, endlich, Alter. Danke. Wie lange benutzt du das Ding schon? Den Bogen? Seit Ewigkeiten. Dafür schießt du erstaunlich schlecht. Du hättest Yara sehen sollen. Warum haben die ihr das angetan? Ja, warum wohl? Wir können grausam sein. Meine Mutter sagt das. Über Wolves. Das ist nicht falsch. Nein. Ich habe Angst um sie. Wieso? Man wird sie für mich verantwortlich machen. Ja, naja. Du solltest dir erstmal Gedanken darüber machen, wo ihr jetzt eigentlich hin wollt und so weiter. Weil ich meine, man wird sie für dich verantwortlich machen, bla bla bla. Scheißegal. Ihr wollt eh nicht zu den Scars zurück. Das steht ja schon fest eigentlich. Ah, mit jemandem ist in die Kommentare geschrieben, dass dieses Durchladengeräusch immer dann kommt, wenn da unten dieses Schlüssel-Icon erscheint, wenn ich also irgendwas aufrüsten kann oder so. Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, dass das damit verknüpft ist. Also es hat nicht nur mit Waffen zu tun, sondern generell einfach mit Dingen aufrüsten. Also es hat auch schon mit Waffen zu tun, nicht nur mit Nahkampfwaffen suchen. Scheiße. Ja, hallihallo, mein Bruder. Wie geht's denn so? Boah, ich habe eine Idee für dich. Achtung. Der lebt noch. Oh. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Ah, der ist tot. Okay, never mind. Dann war es doch gar nicht so schlecht. Ja gut. Ich hätte eventuell gucken sollen, was da abgeht. Aber wie gesagt, Leute. Kräftig drauf. Aber wie zum Teufel hat der Runner überlebt, dem ich die Beine weggesprengt habe mit einer fucking Bombe? Hast du getötet? Oh, das willst du gar nicht nur wissen. Wieso? Oh, keine Ahnung. Genug auf jeden Fall. Okay, bevor ich da weitergehe, gucke ich mich jetzt hier weiter um. Nee, ernsthaft mal, wie hat er es überlebt, dass der nicht auf mich zukriechen konnte? Das ist doch ein Witz, oder? Also mal for real. Das ist doch ein fucking Witz. Den hat es komplett zerrissen. Vielleicht war es ein anderer, oder? Vielleicht habe ich einen zweiten damit mitgetroffen, so halb. Das kann nicht sein, dass der es überlebt, Alter. Lächerlich as hell. Ja, wieder nur einen Schuss, oder was? Digga, was soll ich damit? Steck dir den sonst wo hin, den einen Schuss. Mal im Ernst. Ich brauche mal ein bisschen mehr. Kannst du mir nicht immer dauernd so einen Shambler vorsetzen? Und dann erwarten, dass ich meine Munition nicht leer schieße. Ich hab wieder Rohrbomben anfertigen auf jeden Fall. Meine Güte, ey. Gib mir gerade ein bisschen auf den Piss. Okay, nehmen wir, von da kamen wir. Und das ist der Durchgang gewesen, okay.
Ja, cool. Wo geht's dann eigentlich weiter? Mal so ganz dezent blöde Frage. Stellen wir direkt noch ein paar Rohrbomben mehr. Die nutze ich ja doch relativ häufig. Ha! Hier draußen oder was? Eher nicht, nein. War nicht gerade noch was? Nein? Okay. Ach, da hinten. Da hinten. Moment. Nein, hier, da drauf. Jawoll. Oh, ich könnte auch die Waffe mal wieder durchladen. Ja. Also dafür, dass wir diese Stromschnelle umgehen wollten, machen wir es erstaunlich schlecht, würde ich mal behaupten, ne? Nur mal so. Ja. Ich hoffe mal, der springt ein bisschen besser als Abby, weil ganz ehrlich, das, Mann, Mann, Mann.